Steinbock, herzlich willkommen zu deiner Legung, eine Liebeslegung heute, du und deine Person. Crosswatches, Reverse Energies as it applies. Man kann diese Legung auch so anschauen, du und dein höheres Selbst. Geteilte Energie und das Outcome, der Fokus, was wichtig ist. Steinbock Kollektivfrequenz, Source, Steinbock jetzt. Steinbock Kollektivfrequenz, Steinbock jetzt. Ich hoffe, dir geht's gut, Steinbock. Zwei Münzen. Okay. Speziell was deine Beziehung anbelangt, was die Liebe anbelangt, was dich und deine Person anbelangt, vielleicht steckst du zurzeit in einer Situation fest und du weißt nicht weiter. Es ist ein ewiges Hin und Her. Es geht, glaube ich, auch schon lange so. Vielleicht 2 Jahre, vielleicht 2 Monate. Okay, für Steinbock jetzt. Was ist das für Steinbock? Zeig mir Steinbock jetzt. Okay. Der gehängte Rat des Schicksals. Aus der Kelche, okay. Im Hier und Jetzt zeigst du mir wunderschöne, wunderschöne Energie, emotionaler Neubeginn für dich, dass du die Liebe möchtest, dass die Liebe in dir ist, dass sie auch bereit ist, dein Kelch fließt über, irgendetwas hat für dich neu angefangen und falls vielleicht die Zeit dich lange Energie gekostet hat und du ein langes Hin und Her durchgemacht hast, dann sehe ich jetzt für dich das starke Potenzial, aus dir Selbstkraft zu schöpfen und für dich jetzt klar eine Richtung zu wählen. Steinbock, Kollektivfrequenz, Hohepriesterin, sehr schön, sehr stark. Deine Intuition spricht zu dir, deine intuitiven Eingebungen sind jetzt besonders wichtig, werden auch in Zukunft sehr wichtig sein. Und ich glaube, dieses Hin und Her, was du vielleicht immer noch durchmachst, wird nicht mehr lange anhalten mit dem Ast der Kelche und der Hohepriesterin. Und du wirst schon sehr, sehr bald, glaube ich, in Bezug auf die Beziehung, in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf diese Person, glaube ich, Klarheit sehen, fühlen und auch komplett neu irgendwie dich in dir fühlen, in dir sein. Steinbocks Person, zeig mir Steinbocks Person jetzt. Steinbocks Person. 6 Kelche, okay. Diese Person sieht genauso wie du, dass es eine Seelenverbindung ist. Diese Person fühlt mit dir im Zusammenhang Wärme und sieht dich als jemanden, mit dem, also schöne Erinnerungen, die ihr teilt, okay. Jetzt die Frage, ist das nur in der Vergangenheit? Du zeigst ja auch 2 Münzen. Teilt ihr noch schöne Erinnerungen oder ist das immer noch aktuell? Steinbocks Person jetzt. 2 Schwerter. Doppelte 2-Energie, das ist schon ziemlich stark. Ich sehe bei deiner Person, dass deine Person, glaube ich, zurzeit mit sich selbst beschäftigt ist, in dem Sinne, dass in deiner Person irgendetwas vor sich geht und deine Person mehr oder weniger gerade handlungsunfähig ist, dadurch, dass in deiner Person gerade so ein bisschen innerer Konflikt herrscht. Die Liebe ist da. Gleichzeitig ist jetzt aktuell gerade, glaube ich, deine Person mit sich selbst beschäftigt. Wobei ich auch nicht weiß, bei den 2 Schwertern, ob das aktiv ist, weil das ist auch ein bisschen passiv eher. Okay, für Steinbock, Steinbocks Person. Zukunftsorientiert. König der Münzen. Sehr stark. Sehr stark. König der Münzen. Du zeigst die Hohepriesterin, deine Person zeigt König der Münzen. Also sehe ich, dass euch das Fundament und die tiefe Verbindung wichtig ist und dass ihr zusammen nach vorne schreiten möchtet. Würde ich vermuten, wenn ich mir das hier so anschaue. Oh, umgedreht. Ritter der Schwerter.
Die Bewegung ist blockiert, hier passiert nichts. Die geteilte Energie. Die geteilte Energie, Ritter der Schwerter umgedreht. Denkt ihr aneinander, aber ihr macht beide nichts? Kann es sein, dass ihr aneinander denkt, aber beide nichts macht? Handlungsunfähigkeit von deiner Person, okay? Und du überlegst vielleicht lang schon hin und her, ich sehe hier deine Unsicherheit mit irgendetwas. Gleichzeitig, dass du etwas willst und dass auch in dir etwas ist, was bereit ist. Deine Person, vielleicht wartest du auf ein Zeichen deiner Person. Okay, Ritter der Schwerter umgedreht. Eigentlich ist das eine schnelle Energie und auch eine aktive Energie, die Energie, die etwas macht, weil du hast eine Wahrheit in dir, du hast einen klaren Gedanken und dann folgt darauf direkt die Aktion. In dieser Kombination umgedreht mit den zwei Schwertern hier, die Luftenergie, die auch so zum Vorschein kommt, ist es so, dass gerade überhaupt keine Klarheit herrscht und dass irgendetwas angestaut ist und dass hier nichts fließen kann. Es kann sich gerade nichts bewegen. Okay, geteilte Energie. Steinbock und Steinbocks Person. Steinbock und Steinbocks Person. Steinbock und Steinbocks Person. Der Narr. Sehr stark. Es scheint, als wärt ihr aber beide offenen Herzens bereit für einen Neuanfang, ein neues Kapitel. Der Narr als geteilte Energie. Vielleicht auch, dass ihr irgendwie beide seht. Vielleicht seid ihr einfach nicht mehr füreinander bestimmt. Denkt es einer von euch? Denkt es einer von euch, dass ihr einfach nicht mehr füreinander bestimmt seid, dass ihr jetzt alleine euren Weg weitergeht und dass es auch so für alle am besten ist vielleicht, wenn ihr alleine weitermacht? Okay, der Narr. Was noch? Zukunftsorientiert. Sechs Schwerter. Sechs, sechs, zwei, zwei. Sechs Schwerter. Irgendetwas wird hier weitergezogen. Hier wird irgendetwas Neues anvisiert. Es wird weitergegangen. Jetzt bin ich gespannt. Was ist der Überblick? Überblick für Steinbock und Steinbocks Person. Hat das Ganze noch Hoffnung? Was ist hiermit? Der Herrscher. Okay. Der Herrscher, König der Münzen. Der Herrscher. Es kommt jetzt stark darauf an, was die täglichen, also zwei Punkte. Einmal so die alltäglichen Aufgaben, wie die bewältigt werden und wie stark wirklich diese Verbindung priorisiert wird und wie stark die wirklich jetzt auch, was noch mit der angefangen wird oder nicht. Weil ich hier sehe, dass es eine Seelenverbindung ist. Dass es hier aber von deiner Seite aus irgendeine Unsicherheit gibt, irgendein Hin und Her, dass du neue Liebe möchtest, deine Intuition ist auch da und du fühlst, dass etwas für dich auch, irgendwas wartet auf dich. Dann sehe ich hier eine Person, die dich umgibt, eine Seelenverbindung, innerer Konflikt und gleichzeitig eine Art von so, vielleicht hat diese Person auch nach außen hin ein Auftreten, was sehr stabil wirkt, beziehungsweise so sehr... So, ich kann alles, ich mache alles, aber innerlich hat diese Person, glaube ich, gerade, geht in der Person einfach was anderes vor. Geteilte Energie, keine Bewegung, Neutralität, vielleicht denkt ihr beide voneinander, dass gerade die andere Person einfach so ihr Leben lebt und beide chillen. Ich frage mich halt jetzt bei einer Liebeslegung, warum ich es dann sehe, wenn hier nicht wirklich Liebe vorhanden ist. Also ich meine, ich sehe, also, ne, wenn ich das schon so, wenn ich die Karten so mixe und lege. Okay, also ihr habt beide anscheinend den Anschein, als würde die andere Person irgendwie nichts mehr von dem jeweiligen anderen wollen. Oder könnte dem nicht wirklich was geben. Sechs Schwerter-Energie und dann irgendwo anders hin. Die Familie wird mitgenommen. Vielleicht habt ihr auch einfach eine Familie zusammen und vielleicht ist es eine Ehe, wo ihr irgendwie so ein Gleichgewicht habt und trotzdem irgendwie getrennt seid. Der Herrscher. Widderenergie. Der Wille. Was ist mit dem Willen hier? Der Ritter der Schwerter. Auch Handlungsunfähigkeit, wenn der Wille nicht richtig klar ist. Der Wille und die Wahrheit. Okay, wir klären direkt deine Karten. Sechs Stäbe hier. 3x6 Energie auch. Aha, okay. Sechs Münzen hier. Jetzt haben wir alle Sechsen da. Also worum geht es? Um persönliche Entfaltung? Um zu erkennen, dass die andere Person doch das Gegenstück ist, dass ihr sehr gleich seid? Vielleicht was auch immer in dir vor sich geht?
dass das, was ihr teilt, dass ihr einander so helfen könnt. Okay, was ist diese Herrscherenergie jetzt für den Überblick für Steinbock? Der Hierophant. Der Hierophant und der Herrscher, das sind beide sehr sture Energien. Das sind die stursten Energien im Tarot. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ihr beide vielleicht voneinander denkt, dass ihr euch nicht mehr juckt mit dem Narren hier. Aber wenn ich diese Karten im Überblick sehe, dann ist es vielleicht auch ein bisschen so eine Sache, dass einfach das hier gerade zwei sehr sture Menschen aneinander rein. Die Liebe ist hier da, die Liebe ist auch hier da. Ass der Kelche und Sechs der Kelche. Vielleicht ist es auch für euch beide so ein klares, starkes Gefühl. Und dadurch, dass aber so lange nichts mehr passiert ist, es ist alles einfach ein bisschen verloren gegangen. Guck mal hier, Sechs Kelche, schon wieder Sechs Kelche und die Sonne. Herrscherenergie. Also die Verbindung, vielleicht wird die jetzt auch neu erkannt. Auch Löwe-Energie, Löwe-Karte, mit 2x6 der Kelche, das ist eine sehr starke Seelenverbindung, eine sehr starke Liebe auch. Ihr habt eine Vergangenheit zusammen, vielleicht ihr teilt frühere Leben. Und auf jeden Fall auch in der echten Welt habt ihr, glaube ich, eine Zeit gehabt, in der ihr euch wirklich sehr gut miteinander verstanden habt. Ich frage mich, was dann passiert ist. Es scheint, als hätte irgendjemand mit einem wichtigen Schritt gewartet und dieser wichtige Schritt war dieser Person sehr wichtig. Diese Person hat nämlich schon, glaube ich, früher als du, Steinbock, die Tiefe dieser Beziehung gesehen. Und jetzt aktuell bei dieser Person sich irgendwie irgendwas, was diese Person bedrückt. Aber diese Person lässt sich trotzdem nicht davon so niederschlagen. Okay, dann fangen wir jetzt an bei dir. Zwei Münzen für dich, Steinbock. Was bedeuten diese zwei Münzen jetzt für dich? Okay. 9 Münzen, 10 Kelche. Okay. Es scheint, als hättest du ein sehr selbstständiges, stabiles Leben geführt. 9 Münzen. Du hast alles eigentlich, was du brauchst, um dich herum. Und dann gab es, glaube ich, das Potenzial, die Möglichkeit mit dieser Person. 10 Kelche ist ein Zustand, den man nur mit einer anderen Person erreichen kann. Der 10. Kelch wird dir gereicht, Ass der Kelche von der anderen Person. Und ich glaube, es bestand die Möglichkeit, hier mit dieser Person zusammen die Beziehung auf die nächste Ebene zu bringen. Und vielleicht war das eine Entscheidung, mit der du dir noch unsicher warst. 2 Münzen hier. Vielleicht, weil du der Liebe in dir selbst nicht wirklich bewusst warst. Du hattest um dich herum außen eigentlich alles stabil gegeben. Gleichzeitig war es vielleicht emotional so, dass bei dir irgendein Teil noch abgekapselt war. Und dadurch hast du diese Entscheidung, glaube ich, nicht getroffen. Hast vielleicht mit dieser Entscheidung gewartet, was vielleicht diese Person irgendwie dazu gebracht hat, die ganze Beziehung dann anders zu sehen. Okay, noch eine Karte für die zwei Münzen. Das ging schnell. Ass der Stäbe. Okay, du hast sehr viel Feuer und sehr viel Leidenschaft für diese Person gehabt. Sehr, sehr viel Temperament. Sagt man das so? Ja, also so sehr viel feurige Energie für diese Person. Okay. The Missing Piece, eigentlich ist ja alles gegeben. Und alle, okay, 2 Münzen. 2 Münzen, dein Element Erde, irgendeine neue Bewegung. Hast du vielleicht auf den Schlüsselmoment gewartet? Hast du vielleicht darauf gewartet, dass diese Person mit diesem Thema auf dich zukommt? Weil wenn für dich diese ganzen Sachen gegeben sind, mit dem Ass der Kelche auch noch, was sich dann in dir neu öffnet, frage ich mich, warum die 2 Münzen, also warum gab es dieses Hin und Her? Warum war das so ein ewiges Hin und Her? Weil das sind wunderschöne Karten. 10 Kelche, Erfüllung, Vollkommenheit mit einer anderen Person. 9 Münzen, die Stabilität um dich herum. Auch deine persönliche Energie, dass du in dir genau weißt, was für dich wichtig ist. Und dann das Ass der Stäbe, ein Neuanfang. Vielleicht hast du dich gegen den Neuanfang entschieden. Warum, weiß ich nicht. Kann ich auch so nicht sehen. Okay, was ist denn das Ass der Kelche für Steinbock? Sehr schnell. 3 Münzen. 3 Münzen. Vielleicht war die Liebe zu oberflächlich. Die Liebe vielleicht zu oberflächlich. Das ging sehr schnell wieder jetzt. 5 Münzen. Vielleicht war hier irgendeine Abhängigkeit. Vielleicht hat sich diese Person zu stark an dich gelehnt. Vielleicht war das einfach zu viel für dich. Vielleicht hast du dich ein bisschen in der Beziehung verloren. Vielleicht ist dir deine Selbstständigkeit und deine Unabhängigkeit so wichtig. Und vielleicht war das Gefühl so tief, dass du ein bisschen Angst hattest, dass du dich in der Beziehung verlierst. Okay, 5 Münzen. Vielleicht ist die Liebe vielleicht... Ass der Münzen. 3 und 5. Ass der Kelche. 3 und 5 Münzen.
Was ist das hier für Steinbock? Was ist das hier für Steinbock? Oh. 6 Münzen. Vielleicht warst du einfach nicht ganz. Nun, das Ding ist bei Erdzeichen. Wenn du von deiner Person Unsicherheit gespürt hast, dann ist es logisch, dass du dich nicht weiter geöffnet hast. Kann ich komplett nachvollziehen. Erdzeichen sind nämlich eigentlich so, dass wenn sie merken, dass wenn alles gegeben ist, und hier ist alles gegeben, wenn die Stabilität gegeben ist, wenn das Feuer da ist, wenn das Gefühl da ist, dann öffnest du dich eigentlich automatisch so, weil du weißt, es lohnt sich da weiter zu investieren. Wenn du hier diese Unsicherheit von dieser Person vielleicht gespürt hast, vielleicht hast du auch ein bisschen so, das einfach so, okay, ich bin auch cool damit, so wie es ist, obwohl du nicht cool damit warst. Hier ist auch so, irgendwas liegt noch in der Luft. 6 Stäbe wieder. Moment. Kurze Trinkpause. Ich bin gerade fasziniert von meiner eigenen Synchronicity Alignment Timing Dings. Anyways. Okay. Ich sehe ja auf jeden Fall, dass du dich mit irgendwas abgefunden hast und dich dann dazu entschieden hast, aus der Kelche, deinen eigenen Kelch, die Liebe zu dir selbst erstmal vielleicht neu zu fühlen, zu entdecken. Auf jeden Fall hast du dich hier entschieden dazu, alleine erstmal weiterzumachen. Cross watches reverse energies as it applies. Hohepriesterin. Okay, das war schnell auch. Page der Münzen, die Herrscherin. Genau das, was ich gerade schon beschrieben habe. Ich sehe hier, dass du dich dazu entschieden hast, weiter in dich selbst zu investieren. Steinbock, du bist ja auch als die weibliche Energie eher repräsentiert. Ich sehe dich eher in deiner weiblichen Energie. Und du hast dich anscheinend dazu entschieden, dich um dich zu kümmern, vielleicht dich zurückzuziehen irgendwie und einfach mit deiner Intuition. Deine Intuition hat dir, glaube ich, so ein bisschen gesagt, es ist Zeit, Steinbock, dass du diese Person ihr Ding machen lässt. Weil ihr vielleicht nicht auf irgendwie, ihr konntet euch auf irgendwas nicht einigen, beziehungsweise ihr habt euch auf irgendwas geeinigt, aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass du dich hier, glaube ich, so ein bisschen zurückgezogen hast und jetzt so alleine dastehst, weitergemacht hast. Noch eine zur Hohepriesterin, für Steinbock, der Gehängte. Und die Beziehung wurde abgeseilt, wurde nach hinten geschoben, wurde vielleicht ein bisschen verdrängt. Und das eigentliche Thema, mit dem du dich vielleicht befasst hast und was dir auch sehr krass am Herzen liegt, ich meine mit dem Ast der Kelche hier und der Hohepriesterin, das ist etwas, was dich bewegt und was auch eigentlich Gewicht hat in deinem Leben, dass das abgeseilt ist und dass du dich jetzt in dem Sinne einfach nur auf dich fokussiert hast. Okay. Für deine Person 6 Kelche. Ja, wir nehmen gleich noch ein anderes Deck. Aha. 6 Kelche für deine Person. Interessant. Wer geht hier also weiter und wer bleibt? 8, okay. 6 Stäbe. Irgendjemand ist fortgegangen, aber irgendjemand sehnt sich trotzdem nach Kommunikation. 5 Stäbe, 5 Kelche. Deine Person, Trauer, Kummer, soll ich was machen, mache ich nichts, kommt was von Steinbock oder kommt nichts von Steinbock, wird das noch was oder nicht? 5 Kelche, auch Enttäuschungen, vielleicht, dass du dich nicht eingebracht hast oder wie du dich eingebracht hast, vielleicht gab es hier irgendwie Misskommunikation, vielleicht habt ihr voll aneinander vorbeigeredet, wieder hier doppelte Energie und 8 Stäbe. Was sind diese 2 Schwerter für diese Person? Was sind diese 2 Schwerter für diese Person? Ritter der Stäbe für diese Person. Die Beziehung. Es ist nichts in der Beziehung passiert. Vielleicht ist vieles zu lange gleich geblieben. Okay, für diese Person 2 Schwerter. 2 Schwerter für diese Person. Der Ritter der Stäbe, das ist diese Energie, wenn es zu viel Energie gibt, genau wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, ich glaube, die Liebe war vielleicht zu stark und wenn dann nichts passiert, vielleicht weil du mit den 2 Münzen dir ein bisschen unsicher warst und nichts gemacht hast oder es ist dann nichts passiert, der nächste Schritt hat gefehlt, um hier diese Vollkommenheit zum Abschluss zu bringen, etwas wirklich auf das nächste Level zu bringen, dann ergibt es Sinn, wenn aus so viel Energie dann die 2 Schwerter entstehen, weil wenn jemand so viel Energie hat, so viel Feuer hat, so viel Gefühl hat auch, 5 Kelche, 6 Kelche, 5 Stäbe, 8 Stäbe und mit dieser Energie, die kann nirgendwo hin, dann bleibt es halt im Inneren und dann kommt es halt zu Anspannung im Inneren und das zeigt ja die Person jetzt mit den 2 Schwertern.
Drei Kelche. Okay, für die Verbindung. Die Bewegung. Das ist auch eine Karte für Bewegung, Bewegung und Verbindung. Der Stern, nach der sich diese Person vielleicht sehnt. Nach der sich diese Person vielleicht sehnt und diese Person wünscht sich vielleicht neu die Verbindung, aber im Innern der Person ist gerade, glaube ich, ein Kuddelmuddel von Gefühlen und Emotionen und irgendwie ganz viel, was diese Person beschäftigt. Wenn diese Person König der Münzen hier auch zeigt, dann hat diese Person viel Verantwortung, vielleicht eine ganze Familie, um die sich diese Person kümmert. Oder irgendwie auf jeden Fall viel Verantwortung. König der Münzen für diese Person. Was ist die Liebenden? Okay. Die Liebenden. Zwillingsenergie, Wassermannenergie, auch hier. Und gerade wo ich davon gesprochen habe, dass es vielleicht, dass diese Person, warte mal, ist hier noch irgendjemand anders mit involviert? Die Liebenden auf den König der Münzen. Jetzt wird's spannend. Königin der Stäbe, Feuerenergie. Oh. Ist hier noch vielleicht jemand anderes? Irgendjemand anderes, den diese Person beschäftigt? Oh, okay. Irgendjemand anders, den diese Person beschäftigt. Hohepriesterin hier. Okay. Ich glaube, wenn ich mir das hier so anschaue, dass diese Person noch eine ganze Familie hat, beziehungsweise einen anderen Teil, der sehr viel Zeit genommen hat, sehr viel Aufmerksamkeit genommen hat. Und das war vielleicht ein Teil, warum du dir unsicher warst, ob du diesen nächsten Schritt mit der Person gehen kannst, wenn eben noch so viele andere Menschen diese Person irgendwie so in Anspruch nehmen. Gleichzeitig sehe ich auch, dass diese Person mit den sechs Kelchen und den Liebenden sehr viel in dir sieht und der Stern auch noch dazu. Du quasi, dass du auf eine Art einen starken Wunsch dieser Person verkörperst. Vielleicht in so starken Verbindungen ist es dann auch logisch, wenn die Liebe so abrupt geendet ist oder wenn so ein bisschen auch das Ego ins Spiel kommt, dass das dann zu Konflikt in dieser Person führt. Noch eine für den König der Münzen und die Königin der Stäbe zu den Liebenden. König der Münzen, Königin der Stäbe. Ich bin mir jetzt auch in dieser Verbindung nicht sicher, ob diese Person eher so maskuline oder weibliche, also maskuline oder feminine Energie in sich trägt. Krebs, Krebszeichen, der Wagen und Erfolg, sechs Münzen. Ihr zeigt beide sechs Münzen. Es scheint also so, als wärt ihr irgendwie beide. Naja, hier sieht man es ja auch. Trotzdem okay damit. Ah, das ist halt auch das Ding bei so einer starken Verbindung. Sechs Kelche, der Stern und die Liebenden. Du zeigst ja auch das Ass der Kelche aus dir heraus mit den 10 Kelchen. Allerdings auf die zwei Münzen. Vielleicht hast du erkannt, was in der Beziehung so nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen bist du zurück zu dir gekommen. Und vielleicht ist gerade diese Person sehr krass involviert mit der Familie. Und es fällt dieser Person vielleicht schwer, zurück zu sich zu kommen. Krebsenergie. Okay. Dieser Ritter der Schwerter. Sechs Stäbe. So viel Sexenergie, das kommt alles zurück, im Endeffekt auch auf die Beziehung wirklich und was ihr selbst wirklich dafür tut, wie weit ihr das wahrnimmt und wie weit ihr das auch realisieren wollt. Das ist sehr, sehr stark die Wahl. Also wie ihr beide die Wahl habt, vielleicht auch beide zu stolz seid. Auf den Ritter der Schwerter, die sechs Stäbe, vielleicht seid ihr beide zu stolz, auch mit der Energie hier. Und wenn diese Person eine Kombination aus der Königin der Stäbe und dem König der Münzen hat, dann ist es sehr viel Dominanz, aber auch gleichzeitig hat diese Person sehr, sehr hohe Ansprüche und ist auch mit der Wagenenergie ein krasser Herzensmensch und auch sehr, sehr, sehr sensibel. Also hier ist sehr viel sensible Energie, gleichzeitig aber auch von dir. Okay, Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter, die verbindende Energie dieser beiden, die verbindende Energie dieser beiden, 4 Kelche. 4 Kelche, 3 Kelche, 4 Kelche, 5 Kelche. Das Gefühl ist da, die Gefühlsmenge ist da, die Liebe ist da, aber sie schwirrt irgendwo anders rum als wirklich da, wo sie euch wieder verbindet. 4 Kelche. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht, dass es da ist. Hier wird die Fülle nicht gesehen.
Warum wird sie nicht gesehen? Acht Schwerter. Das ist wieder diese Luftenergie, die in die Quere kommt. Aus dieser Person auch, glaube ich. Vielleicht fängt es auch so ein bisschen hier an. Vielleicht auch in der Vergangenheit von dem, was du nicht gemacht hast. Oder Reverse Energies as it applies, was deine Person nicht gemacht hat. Auf jeden Fall etwas, was nicht gemacht wurde, wo viel zu lange darüber nachgedacht wurde, obwohl es ein simpler Schritt war an sich für die ganze Entwicklung. Und jetzt ist ein bisschen so Angst regiert. Angst herrscht. Und auch Dinge werden nicht richtig gesehen. Man ist blind für etwas und man auch ein bisschen Angst vor Veränderung jetzt. Oder nicht wirklich Angst, sondern einfach so etwas. Man ist gehemmt. Hat auch der Ritter der Schwerter umgedreht. Man ist wirklich gehemmt. Es kann keine Bewegung stattfinden. Ass der Schwerter hier. Ich glaube, diese Wahrheit ist sehr, sehr wichtig zu realisieren, wie tief diese Verbindung geht. Weil das sehr, sehr tief geht. Zweimal sechs Kelche, die Liebenden, der Wagen, der Stern, die hohe Priesterin, das Ass der Kelche, zweimal sechs Münzen und dann der Narr. Ist es okay so? Ja, ich habe mich damit zurechtgefunden. Ich habe mich damit zurechtgefunden. Ich habe mich damit zurechtgefunden. Aber es hat sich nicht wirklich jemand damit zurechtgefunden, sonst würde ich das ja alles nicht so sehen. Vor allem mit den Fünfen hier, das Einbringen. Hier. Denn die geteilte Energie. Die geteilte Energie der beiden. Die geteilte Energie der beiden. Königin der Kelche. Die geteilte Energie der beiden. Die Liebe. Die Liebe, die da ist, aber die nicht raus will. Die Liebe, die gefühlt wird, aber die nicht zum Ausdruck gebracht wird. Der Narr für die beiden. Ass der Schwerter. Ein kleines Hin und Her mit euch. Der Narr für die beiden. Zwei Schwerter wieder. Innerer Konflikt von einer Seite, Handlungsunfähigkeit, man ist sich unsicher, weil das Gefühl so stark ist, weil das Gefühl ist sehr, sehr stark. Es ist offensichtlich ganz klare Liebe, es ist klipp und klar für euch beide. Ich glaube, die Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt, war auch ziemlich magisch aus dem Nichts. Aus dem Nichts, dann hat es sich aufgebaut, es hat sich entwickelt und dann hat der Schritt gefehlt. Jemand hat sich irgendwie anders verhalten vielleicht. Man hat Verständnis gezeigt, es wurde versucht zu klären, irgendjemand. Neun Kelche. Irgendjemand hat sich dann für sich entschieden. Irgendjemand von euch beiden hat sich für sich entschieden und gegen die Beziehung. Neun Kelche hier. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass dieser Schritt dann da gemacht wurde, dieser Neun Kelche-Schritt, weil so hätte es dann ja auch nicht weitergehen können. Neun Kelche. Irgendjemand muss sich vielleicht auch erstmal noch neu für sich entscheiden hier. Starker Fokus, zwei Schwerter, dass sich jemand für sich entscheidet und neu für das Abenteuer vielleicht öffnet mit der Narrenenergie. Okay, hier noch dazu, Königin der Kelche, ja. Wasserzeichen, Krebsfische, hier haben wir auch schon Krebsenergie, starkes Wasser. Die Liebe, die da ist, sich vielleicht der Liebe neu öffnen, einen Neuanfang, dann aber zwei Schwerter. Zwei Schwerter, wenn zwei Personen zwei Schwerter haben, dann ist es das Ass der Schwerter und dann ist es die klare Wahrheit, womit man dann wieder Handlungsfähigkeit hat und irgendjemand muss halt dann auch den Schritt machen, ne? Vielleicht auch einfach zulassen. Ich glaube, das ist auch so eine Kopfsache. Vielleicht muss hier nicht mal wirklich ein so starker Schritt gemacht werden, sondern das muss erstmal überhaupt gecheckt werden, was es bedeutet für dich und deine Person, dass ihr einfach vielleicht sieht, wie stark die Verbindung wirklich ist und das. Ja, sechs Schwerter auf sechs Schwerter. Weil ich glaube, falls. Okay. Dass irgendjemand eine Familie hat, vielleicht habt ihr beide auch schon eine Familie, vielleicht macht es das komplizierter, dass halt noch so andere Menschen mit involviert sind. Aber auf jeden Fall sehe ich hier, dass es Potenzial gibt, zusammen in eine Richtung zu gehen und dass ihr auch beide mit den sechs Schwertern, weil sechs Schwerter ist eigentlich so, dass man denkt, okay, ich gehe jetzt an neue Ufer, ich mache jetzt was anderes, ich schaue mich um und schaue, was das Leben noch so für mich bereit hat. Speziell mit der Nahenergie, dass man sich einem neuen Abenteuer öffnet. Aber wenn ihr beide sechs Schwerter zeigt, dann zeigt mir das auch, dass ihr beide eigentlich bereit seid, auch energetisch gesehen, für die Zukunft in dieselbe Richtung zu gehen und euch in dieselbe Richtung zu bewegen. Ich sehe das Potenzial dafür. Okay. Ass der Kelche, genau das. Und du hast das Ass der Kelche hier schon. Steinbock, falls du dich dazu entschieden hast, erstmal hier um dich zu kümmern, weil du gemerkt hast, dass so erstmal so etwas nicht weitergeht, weil du von dieser Person Unsicherheit gefühlt hast, vielleicht weil diese Person irgendwie dann zu viel Zeit mit anderem beschäftigt war als mit dir, dann ist es stark, dass du das gemacht hast, weil dadurch kann jetzt, glaube ich, auch für diese Person die Person erkennen, dass diese Person jetzt auch sich selbst wählt, sodass ihr euch zusammen neu finden könnt. Ja,
Ritter der Kelche und der Mond, aus dem Verborgenen, dass die Botschaft kommt. Wir haben die Sonne jetzt hier und den Mond hier. Und das ist schön, wie ich das gerade erklärt habe. Das bestätigt das einfach nochmal. So ein bisschen aus dem Verborgenen. Das Herz öffnet. Hier das Ass der Kelche. Der Ritter der Kelche bringt das Ass der Kelche. Also bringt die Nachricht, bringt die Botschaft. Hier auch die Richtung, in die ihr zusammengeht. Aber ich habe das gerade verlustig. Hier. Es ist sehr, sehr viel Liebe. 9 Kelche. 9 Kelche ist auch die Vorstufe vom Stern. Also das sind sehr, sehr starke Karten in dieser Verbindung. Sehr, sehr starke Karten. Okay, also sehr, sehr starke Karten für 2 sehr sture Menschen. Okay, gut. Wir ziehen jetzt noch Advice für euch beide. Advice für Steinbock. 5 Stäbe. Okay. Diese Person zeigt hier auch schon 5 Stäbe, deswegen bringe ich das zurück auf diese Person mit den 6 Kelchen. Irgendjemand muss sich entscheiden, muss sich einbringen und es ist jetzt Aktivität gefragt auf jeder Ebene. Also wirklich mit allen Elementen sich einbringen, irgendwie wirklich was machen, etwas verändern, ins Feuer, ins Gefecht, alles geben jetzt. Alles geben. 5 Stäbe. Eine Veränderung findet statt. Aktuell, genau jetzt. Genau jetzt auch die Zeit für euch, die wichtig ist mit dem Stern. Okay, für Steinbock. Für Steinbock jetzt, was ist wichtig? Für die Liebe der beiden. Für die Liebe der beiden. Oh Gott. Okay, was haben wir hier für eine Geschichte? Ritter der Münzen am Ende. Ein langer, langer Weg. Aber der Ritter der Münzen kommt immer ans Ziel. Ich glaube, wenn man auch hier 2 so starke, dominante Menschen hat, die beide dann sich endlich sicher sind, was sie wollen, weil du mit deinem starken Gefühl, mit deiner krass ausgeprägten Intuition und auch mit deinem Sinn für dich selbst und diese Person mit dieser krassen Liebe, die auch für dich da ist. Ich glaube, sobald diese Person richtig weiß, was sie will, und dass es du bist. Und sobald du weißt, dass du wirklich diese Person willst, kann es hier neu zusammenkommen. Der Ritter der Münzen kommt immer ans Ziel. Hier haben wir auch die 10 Münzen. Also die 10 Münzen ist genau das Fundament, die Familie, der Zusammenhalt und alles. Der Bube der Schwerter. Sich erstmal deren Erfahrung öffnen im Kopf. Sich wirklich so denken, okay, so ich mach das jetzt, ich will das jetzt, ich tue was dafür. Der König der Kelche, die Königin der Kelche, das passende Paar. Und Schütze-Energie, die Mäßigkeit, die Zeit, wie wichtig die ist. Und die 5 Kelche. Ich glaube, diese Person hier hat etwas zu verarbeiten. Und das sind Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Wir haben hier, das kommt stark zurück zu deiner Person, Steinbock. Stark für dich zu sehen, dass du dich auf dich selbst fokussierst. Das ist sehr, sehr wichtig. Weiter so. Vertrau auf deine Intuition. Und falls du die Eingebung bekommst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich öffne mich vielleicht auch mit der Herrscherin. Jetzt sehe ich die Herrscherin auch ein bisschen so, dass du diese Person als Herrscherin siehst. Dass du in der Person diesen krassen, tollen Menschen siehst, der so alles hat irgendwie. Auch klar, dass du dir dann unsicher warst, ob du wirklich handelst, weil wenn ihr beide nach außen diesen Anschein habt, okay, diese Person lebt voll ihren Film und braucht mich gar nicht. Und ich glaube, sobald du vielleicht im Kopf von deiner Hohepriesterin so den Clou hast, oh, jetzt ist der Zeitpunkt reif, dann handle auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben hier doppelte 5-Energie, also dich einbringen. Und dann haben wir doppelte 5-Energie von Verarbeitung, von Schmerz und Leid und Kummer. Und ich glaube, das liegt ein bisschen in der Aufgabe deiner Person, das zu verarbeiten. Und ich glaube, das Einbringen kommt dann automatisch auf euch beide zu. Und dann sehe ich hier eine wunderschöne Entfaltung von der Geschichte. Vielleicht auch mit der Schützezeit, auf die du dich freuen kannst. Also jetzt Anfang Dezember, Ende November. König der Kelche, das Paar, das zusammenfindet. Die frische Erfahrung vielleicht auch irgendwie, falls es irgendwie Anspannungen mit Kindern gab, dass das auch irgendwie zur Ruhe kommt hier mit dem Buben. Ja. In der Kombination jetzt nochmal als Zusammenfassung ist es, glaube ich, einfach wichtig, sich bewusst darüber zu werden, woher deine Unsicherheit am Anfang kam, auch speziell auf diese Person bezogen. Und einfach in welche Richtung du jetzt weitergehen möchtest, ob du dich für diese Person entscheidest oder gegen diese Person. Ich meine, du musst dich auch nicht für diese Person entscheiden, aber ich sehe auf jeden Fall starkes Potenzial und die Möglichkeit, zusammenzuwachsen und dass ihr das schafft. Weil ihr auch schon eine Vergangenheit zusammen habt. Und ich glaube, es war eine kurze Zeit, die ihr zusammengeteilt habt, aber ich glaube, sie war sehr intensiv.
Vielleicht auch nicht so kurz, halt wie gesagt, ne? Vielleicht irgendwie so 2 Jahre oder vor 2 Jahren. Okay. Ja. Steinbock. Ich hoffe, diese Legung hat dir etwas gebracht. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, was es dir gebracht hat. Und werf einen Blick in die Infobox, lies dir die Infobox gerne durch. Falls du Fragen hast, frag gerne in den Kommentaren. Ich versuche, so gut es geht, auf deine Frage einzugehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich. Tschüss.